So, meine Lieben, heute geht's weiter mit dem Dacia Docker Umbau. Ja, es ist noch alles ziemlich wiegelwogel, aber eines habe ich jetzt mal ganz klar deklariert. Uno momento. Und zwar, wie ich es angehen werde. Ich habe jetzt hier genau diesen einen Sitz drinnen gelassen. Das wäre mir einfach wichtig, dann noch eine Sitzmöglichkeit zu haben. Das ist irgendwie, ja, genau, das war für mich einfach gut. Den Sitz kann man auch dann irgendwie verwenden, ja, wenn man den vor dann zurück tut, es regnet, man macht sich da vielleicht nur eine Auflage, dann zum Arbeiten. Also das sehe ich relativ praktisch. Von der Zweierbank habe ich die Lehne weggemacht. Genau, das heißt, ich werde da jetzt einfach drüber das Bett basteln. Genau, das heißt, da hinten kommt alles fix hin und da wird das Ganze dann umgeklappt. Mehr oder weniger, wenn es notwendig ist, beziehungsweise auch auf die Seite. Da kommen wir aber dann später noch dazu. Da hinten, wo jetzt dieser Sessel hinten liegt, da möchte ich mir eine Auflage eben auch machen. Einen Schrankverbau quasi hinten hin, wo man dann auch oben eine schöne Ablage hat, auch zum Arbeiten oder eventuell was essen oder so. Das, was mir jetzt nicht so wahnsinnig wichtig ist, da drinnen kochen zu können. Ja? Also das soll jetzt keine Mini-Puppenküche werden, sondern ein praktisches Auto, wo man erstens gut schlafen kann, wo ich arbeiten kann, natürlich auch gemütlich was essen kann. Aber wie gesagt, wenn da mal irgendwas warm gekocht werden sollte, dann wird es eher draußen passieren. Und vielleicht, so wie es einfach auch bei vielen ist, da so ein Teil, das man dann hinten rausziehen kann. Mal schauen. Ja, und der nächste Schritt ist jetzt quasi, dass hier auf dieser Seite, wo eben das Kastel hinkommt, ich da jetzt mal eine Bodenplatte reingebe. Und auf dieser Seite, wo dann das Bett quasi hinkommt, auch eine Bodenplatte montiere. Und in der Mitte ausspare, weil ich einfach möchte, dass so viel wie möglich Bodenfreiheit nach oben überbleibt. Genau, und da in der Mitte soll es dann eh frei sein. Das heißt, da ist die Sitzmöglichkeit und das Bett wird dann ausgebaut. Das kann man ausklappen, geht bis darüber. Und im Normalsitzzustand, wenn man das wieder sozusagen rückbaut, kann man sitzen, gemütlich. Das soll chillig sein, das ist das Wichtigste. Und da hat man dann sozusagen das Kastel da mit einer schönen Auflagefläche zum Essen, zum Arbeiten, was auch immer. Ja, und das Ganze sollte da jetzt auch mal fixiert werden. Ich bin ja jetzt nicht der Handwerker, hat mir auch schon einen Schlagschrauber oder wie heißt das, das Teil da genau ausgeliehen, weil meins nicht geht. So, jetzt sind die beiden Platten montiert. Ich bin froh, dass das funktioniert hat, weil die Löcher finden, die ja schon im Docker da vorgefertigt sind, also nicht für die Platten, aber das sind so, na, wo sind sie denn hinkommen? Also solche Teile, die waren da vorher drinnen, so zu befestigen, also sie zum Verzuren da hinten und da vorne, die habe ich rausgegeben und da jetzt quasi die Platten verschraubt. Das heißt, da in der Mitte, wo das ganze Werkzeug herumsteht, das bleibt frei. Das bleibt frei, weil wie gesagt, jeder Zentimeter hier nach oben, der frei ist. Ich bin groß, ich bin 1,90, also von dem her ist das eine gute Möglichkeit. Ja, und auf diesen beiden Platten werden jetzt quasi das, was ich da jetzt einmal vorhabe, aufgebaut. Das heißt, auf der linken Seite das Bett und auf der rechten Seite eben ein Kastel, wie wir in Österreich sagen, Schrank, der natürlich dann da oben eine gute, schöne Fläche haben soll.
Ja, und möchte noch was berichtigen. Ich habe ganz am Anfang vom Video gesagt, der René Krecher, das ist mir alles zu gedudelt, zu schön, zu, also immer, das habe ich falsch in Erinnerung gehabt. Also ich habe mir jetzt von ihm nochmal einige Videos angeschaut und ja, er macht es gut, also er baut dahin und ist jetzt nicht der Wahnsinns Perfektionist und das liegt mir und danke, lieber René, solltest du mal das Video von mir sehen für diese Tipps. Wie gesagt, ich habe genau den gleichen, sogar dasselbe Baujahr, den Docker und ja, das mit den Platten und den Verschraubungen und ich werde mir sicher noch das eine oder andere Video anschauen, aber ich versuche natürlich und ich werde meinen eigenen Stil da reinbringen, weil wie gesagt, bei mir bleibt ja die Sitzbank, die hintere, zur Hälfte drinnen. Ich habe nur bei der doppelten eben die Rücklehne rausgegeben und werde dann die Sitzlehne hinten eben als Auflage fürs Bett nutzen, das man dann auch hoffentlich wieder zurückklappen kann und irgendwie dann halt anders verwenden. Ja, jetzt geht's weiter. Ja, und ich merke mit jedem Holzstück, das da irgendwie verbaut wird, wächst auch das Selbstvertrauen, dass das schlussendlich dann auch etwas werden könnte. Denn das ist das Spannendste an der ganzen Sache, wenn man da so mehr oder weniger ohne fixen Plan, den jemand schon so ausprobiert hat, eben drauf loswerkt, dann ist natürlich immer irgendwo so im Hintergrund, na, wird es dann, was funktioniert das dann auch? Weil ja, jede Logik kann dann irgendwie auch immer wieder zur Unlogik werden. Aber im Augenblick bin ich guter Dinge und das Bett, ja, es entsteht und es ist auch so, wird auch so, dass es hoffentlich oder dass es stabil wird, so wie es ausschaut. So, meine lieben Interessierten, Dacia Docker Umbauer, Ausbauer, was auch immer, Tag Nummer 2 des Umbaus. Ja, meine Lieben, es nimmt Formen an, das Ganze und das Wichtigste ist mir wirklich bei der ganzen Sache, dass es individuell für mich passt und nicht irgendwo einfach etwas abgekupfert wurde. Weil wie gesagt, ich habe keine Lust, mir eine Puppenküche einzubauen, sondern es ist ein Auto, ja, es ist ein Auto, wo man sich reinsetzen kann, wo man arbeiten kann, wo man schlafen kann. Aber es ist keine Mini-Wohnung in dem Sinne für mich. Zumindest nicht. Doch schauen wir jetzt einfach mal, wie weit wir bisher gekommen sind. Ja, genau so schaut es aus. Das heißt jetzt, die Hälfte oder die Vorrichtung fürs Bett ist jetzt mal da. Ja. Unten der Unterbau, das hat mich gestern ja schon immerhin 4 Stunden an Arbeit gekostet. Das schaut dann immer relativ wenig aus. Und da haben wir mal die erste Platte und die hat einfach wirklich, das hat echt zufälligst total gepasst, auch hier noch der Schlitz, weil da kommt ja dann noch die zweite Platte dazu, die hier mit Scharnieren verbunden wird, die man dann umklappen kann. Aber da brauche ich jetzt eh nicht lang herumreden, das sehen wir dann eh. Also so schaut es im Augenblick aus. So, das ist jetzt der nächste Schritt quasi. Eben diese Platte mit 2 Scharnieren. Jetzt kann man wieder wunderbar drauf sitzen. Und so wird das Bett dann einfach doppelt so groß. Also es nimmt Formen an. Natürlich muss ich dann überlegen, ob ich da eben das Kastel so weit nach vorn mache, damit es dann eben da, wo aufliegt, da, mit der Kamera. Oder ob ich da jetzt direkt noch Stützen unten drunter mache. Also mit Stützen wäre wieder so zusätzlich. Also lieber wäre es mir fast, wenn das Kastel so weit hergeht, damit das quasi, ja, damit man da einfach eine Leiste drauf macht auf das Kastel, damit das dann da hält. Mal schauen. So, jetzt sitze ich da hier drinnen. Sitzen kann man auf jeden Fall mal und das mit dem Bett nimmt Formen an. Wie gesagt, das ist alles gut, sieht man eh vorher. Die Sache ist jetzt vor mir. Vor mir. Mir ist noch wichtig, einen sogenannten Kompressor-Kühlschrank hier unterzubringen. Auch wenn ich nicht hier drin im Auto kochen möchte, möchte ich zumindest Nahrungsmittel
Lebensmittel vor allem kühlen können, weil das ist mal schon wichtig. Und ein Kompressor-Kühlschrank, habe ich mir sagen lassen, ist ja eher so das Nonplusultra. Ja, würde ich also sagen, ich habe mal einen anderen gehabt, also da ist, das kannst du vergessen, da ist der Ventilator irrsinnig laut und so richtig kühlen, naja, kann man, ja, sehr eingeschränkt. Aber dieser Kompressor-Kühlschrank ist anscheinend ziemlich gut, das heißt, die gibt so ab 300 Euro, ist jetzt kein Pappenstiel, aber ich habe sogar einen auf viel haben gesehen, ein bisschen günstiger, um 249 glaube ich sogar. Die Frage ist jetzt, das hier ist jetzt quasi so die Seite, ne, vor mir, wenn man sitzt, und da soll ja noch was herkommen. Und für den Kühlschrank wird wohl da noch gut Platz sein. Ja? Und da bin ich eben gerade am Tüfteln, was denn neben dem Kühlschrank, außer hier natürlich einer wunderbaren Ablage, na, wo man dann auch Notebook oder eben auch essen kann, wenn es draußen grauslich ist, oder was auch immer abstellen kann, na, was macht man mit dem Platz? Jetzt muss ich mal schauen, wie groß dieser Kompressor-Kühlschrank generell ist. Und man muss ja dann auch dazukommen und die sind ja von oben eben zu öffnen, zu befüllen. Ne? Mal schauen. Okay, bin mir nicht aber so sicher, ob das Licht da so optimal ist, weil jetzt leuchtet es mal wieder genau direkt gegen die Linse quasi. Aber man sieht jetzt einfach mal, so ist das Bett genau in voller Größe ausgebaut. Also wie gesagt, ich möchte nicht, dass, so wie es viele machen, das komplette Auto quasi mit Liegefläche ausgefüllt wird und dann da unten quasi was rausgezogen wird. Ich weiß es nicht, das ist nicht so meins. Aber die Liegefläche ist auf jeden Fall 80 cm, die hat es auf jeden Fall und man kann auf jeden Fall auch zu zweit schlafen. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, vor allem, wenn man sich lieb hat. Das ist aber klar. Für längere Touren habe ich ja dann eben ein Dachzelt oben am Dach. Aber für so Kurztrips, ein, zwei, drei Tage, da mag man schon ein bisschen kuscheln, bin ich der Meinung. Ja, das schaut jetzt einmal, das ist jetzt einmal so im Augenblick. Haha, da haben wir schon wieder was. Da, im Augenblick muss ich den Hinternsitz dann aber ein bisschen nach vorn geben, weil ich habe da jetzt mal, sagt provisorisch, da unten eben diese Stützen dazu gemacht. Das sollte dann wegkommen, wenn hier eben dann ein Kastel da ist, wo das Bett dann quasi abgestützt wird. Das mache ich jetzt aber noch nicht, weil hier auch, wie gesagt, der Kompressor-Kühlschrank herkommt und der dann doch relativ viel Platz wegnimmt. Und ich besorge mir den zuerst lieber und baue dann sozusagen das Restliche drumherum, weil man ja da auch von oben dann reinkommen sollte. Also das wird sicher noch spannend, aber wie gesagt, da wird eben das Bett, das man da jetzt so rüberklappt, natürlich dann eher von dieser Konstruktion hier gehalten. Und dann kommen diese Stützen, die ja auch nicht so wahnsinnig praktisch und toll ausschauen, wieder weg. Ja, in dem Sinne, das war's jetzt. Tag 2, heute Sonntag. Es ist jetzt 1 Uhr Nachmittag, wunderbares Wetter. Und ich werde dieses Wetter jetzt einfach nur ein bisschen genießen. Hab eh kein Material mehr, wo ich weitermachen kann, wie gesagt. Und ich werde zuerst mal den Kompressor-Kühlschrank mir besorgen. Den hoffe ich, bekomme ich nächste Woche dann, sodass ich dann nächstes Wochenende wieder frisch und frei weiterarbeiten kann.